Kennt ihr das, wenn man im Sommer Geburtstag hat und bei 35 Grad im Schatten eine Torte essen muss? Kein Problem, denn wir machen eine Frozen-Joghurt-Torte mit Himbeeren. Leicht und kühl zugleich. Hallo und herzlich willkommen zu Yumtamtam. Wir machen heute eine Torte für alle Eisliebhaber, und zwar Frozen-Joghurt-Kuchen. Ah, ich freue mich auf eine kühle Erfrischung. Noch nicht, erst müssen wir arbeiten. Das kann ich. Joghurt. Yes. Könnte man ja erwarten, dass man dazu braucht. Hol eine Schüssel. Ich hole eine Schüssel. Mm-mm. Größer. Perfekt. Wir nehmen fast alles aus diesem hübschen Eimer. Aber nur fast. Übrigens, ja, diese Eimer nach dem Benutzen nicht wegschmeißen. Ich wasche die immer aus und nehme damit zum Beispiel Sachen zum Picknick oder räume Sachen im Kühlschrank auf. Groß genug sind sie ja. Wirklich? Ja. Mein Sauerteig wohnt in so einem Eimer. Ha! Himbeeren und Zucker. Und den Rest heben wir für die Deko auf. Ja, wir brauchen Zucker! Da, 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 da. Jetzt brauchen wir ein Brettchen, wa? Yes. Und kann ich eventuell Ja, ja, du darfst. Zitrone. Hier ist schon die Reibe. Zitrone macht das Eis nämlich so richtig schön frisch und dann schmeckt es noch leichter. Zitrone-Eis war übrigens früher mein Lieblingseis. Meins auch. Und Schokolade. Ja, siehst du. Und es war immer total wichtig, dass unten in der Waffel das Schokoeis war und obendrauf die Zitrone. Ja. Ja. Dann hat man nämlich länger was vom Schokoeis, ja, wenn man dann noch durchschlecken kann. Sehr gut. Mr. Vanille. Ja, deswegen wollte ich noch ein Messer holen. Ja. Man kann auch Vanille sagen, ist aber falsch. Kann man sagen, ist dann halt falsch. Das sieht so toll aus. Vanille ist drin? Jetzt müssen wir pürieren. Kennst du das, wenn kleine Kinder mit ihren Mamas zum Eisladen gehen und dann Mama, Mama, ich möchte unbedingt das blaue Eis. Und die Mutter so, okay, die Mutter nimmt Schokolade oder irgendwas Leckeres. Dann probiert das Kind das blaue Eis. Mama, können wir tauschen? Weil es schmeckt natürlich nicht, sieht nur schön aus. Ja, das kenne ich. Ich hatte das Schlumpfeis unter anderem, aber ich habe es gegessen. Brav. Ne? Ihr seht, das Thema Eis ist sehr vielschichtig. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist. Haselnuss zum Beispiel. Oh, Haselnuss-Schoko zum Beispiel. Oh. Nun denn, zurück zum Himbeer-Joghurt-Dings. Wir brauchen den Pürierer. Yes. Wohl. Erschreckend. Sehr schön bunt hier. Nun müssen wir noch Sahne schlagen, damit die ganze Masse auch richtig schön fluffig wird und nicht so kristallig in der Form. Sehr gut, ich hole mal eine Schüssel heraus. So, wir brauchen natürlich aber auch noch das Handrührgerät. Habe ich auch schon bereitgestellt. Das würde ich jetzt auch behaupten. Vielleicht habe ich es ja auch bereitgestellt und du weißt es nur nicht. Wir werden es niemals erfahren. So. Nur eins können wir uns sicher sein, Flo war es nicht, der ist nämlich faul. Ja. Ich hole noch ein bisschen Zucker. Hole ein bisschen Zucker. Und jetzt? Ist es nicht mehr ein Oh ja, kannst du es bitte mal? Ja, klar. Klar, natürlich. Guck, kommt hin. So! Kurz weggenickt. Also die Sahne ist jetzt nur so dreiviertel steif, dann verbindet sich das alles besser. Wir brauchen eine Form. Eine Gugelhupfform. Könnte sie eventuell schon bereit liegen? Ich weiß nicht. Könnte sie... Oh ja, plötzlich ist sie in meine Hand gelangt. Oh, und farblich passend. Wunderschön, nicht wahr? Himbeeren. Kommen jetzt ein paar Deko-Himbeeren unten rein. Jetzt müssen wir diese beiden verheiraten. Verheiraten wir sie? Oh, das wird so schön aussehen, aber nur so grob, ne? Nur so. Ja, ja, ja. So zwei, dreimal kurz reingemengt. Wir wollen nämlich, dass man die unterschiedlichen Schichten noch sieht. Hiermit werdet ihr zusammen und Joghurt. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön. So, dann hebt doch. Ja! Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz schön. Und jetzt hineinschütten. Jetzt brauchen wir noch einen Boden. Denn jede Torte braucht einen Boden. Ich hole einen Universalzerkleinerer und du die Kekse. Schon fertig. Ich hole dir Zimt. Ja, Zimt ist gut. Zimt finde ich super. Vollkornkekse? Bisschen was Gesundes? Ja, natürlich.
Und jetzt Boden bedecken. Ja. Stell dir vor, der ganze Boden auch in deinem Haus wäre aus Keksen. Oh Gott, ich glaube, das fände ich nicht so gut. Ich finde es super. So, dann ab damit wieder ins Gefrierfach. Oha, guck mal, schon fertig. Als hätte da jemand was vorbereitet. Die hier muss trotzdem noch kühlen. Der Torte verlangt es nach einer Tortenplatte. Her damit. Schneller. Danke. Fantastisch. Pass auf. Du musst es helfen. Ich muss es helfen. Was soll ich denn tun? Unten runterhalten. Und jetzt habe ich eine tolle Idee. Und zwar hole ich jetzt ein heißes Tuch und das legen wir hier drauf, bis es sich löst. Guck mal, ist runtergekommen. Da ist er. So, jetzt machen wir noch ein paar Dekobären drauf. Jawohl, Dekobären sind die schönsten Bären. Sehr schön. Tada! Felix, ich glaube, davon können wir uns mal eine Scheibe abschneiden. Jo, machen wir mal, wa? Hui, hui, hui. Da hast du dir aber was vorgenommen, du. Jetzt probieren. Cheers. Mega himbeerig, super fruchtig. Und schön kühl. Ja, sehr. So ein Ärger, dass ich im November Geburtstag habe. Ich glaube, die Torte kann man ganzjährig machen. Also macht das gerne, denn ihr braucht auch keinen Ofen dafür. Und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und dann noch um, tschüss und dann noch um, tschüss und dann noch um. Nicht vergessen, tschüss.